Ja, das sieht gut aus. So. Jetzt. Hier ist Johnny, meine Freunde. Ah, das ist der Empfang. Oder so ein kleines Büro oder sowas. Moment, das sehen wir uns gleich mal genauer an. Eine Zimmerpflanze, schön. Wollte ich schon immer haben. Als wäre das jetzt sowas Besonderes. Boah, so eine Zimmerpflanze habe ich noch nie gesehen, Leute. Ah, die liegen hier irgendwie so komisch an, deswegen können wir die nicht öffnen. Was ist das hier? Oh, hier geht's auch noch weiter. Und Schlüssel. Reception Age. Ja, das gute Age, Leute. Ja, also Empfang H oder wie auch immer. Was ist das hier? Irgendeine... So, Diskette und... Ach du Heilige. Mann, ich will jetzt nicht meine ganze Batterie hier aufbrauchen. Eine Diskette, Trust... Ey, die ist sogar relativ hochauflösend, die Textur, muss ich sagen. Die beiden. Nee, also die drei. Na gut, das ist eine echte CD, die einfach abfotografiert wurde. Sind das irgendwelche geheimen Daten? Ja. Der Aktenort da sieht nicht sehr hochauflösend aus. Ja, das ist jetzt unsere größte Sorge. Um Gottes Willen, diese Geräusche. Die machen dann ja... Ja, ich habe irgendwas gefunden. So, ich glaube, wir haben irgendwie wieder ein Magazin gefunden oder so. Keine Ahnung, warum hier im Krankenhaus überall Magazine rumliegen. Wir sind wahrscheinlich in Amerika. Nee, ich glaube, wir sind nicht mal in Amerika. Sondern eher... Keine Ahnung. Schweden, Norwegen? Ich sollte das nicht anfassen. Warum nicht? Ah. Blutiger Fingerabdruck. Handabdruck. Ja, wenn er sagt, dass ich es nicht anfassen soll, dann mache ich es doch. So, das steht dem Jungen doch ganz gut. Ja, das sieht ein bisschen, ein bisschen gefährlich aus, dieser Handgruß, möchte ich mal sagen. Aber gut, wem es gefällt. Hallo? So, Moment. Ah, ich glaube, hier kommt... Ich wurde eben ernsthaft verletzt. Wie viel Leben habe ich verloren? Ich habe fast mein ganzes Leben verloren. Okay, wir haben nochmal neu geladen. So. Der Junge kriegt eine Abreibung. Ich bin einfach reingelaufen und habe mein halbes Leben verloren. Okay. Ah, wir sind in einem ganz anderen Stockwerk. Ich dachte, wir wären bei der anderen, bei dem anderen empfangen. Okay, dann sind wir richtig, gut. Also, ich keine Ahnung, ob wir hier richtig sind, aber hier waren wir zumindest noch nicht. Huch. Ah. Ja, ich muss sagen, es ist schon... Ja, die Atmosphäre wird schon gut aufgebaut. Die Sache ist die, wir haben ja auch noch keine Konfrontation mit irgendeinem Monster gehabt. Das macht das Ganze schon ein bisschen... beängstigend. Weil, naja, so ein bisschen die Spannung aufgebaut wird. Wenn wir dann jetzt endlich mal auf so ein Monster treffen. Ah, kann auch sein, dass wir irgendwo eine Batterie gefunden haben. So. Ja, ich will jetzt auch nicht mal eine ganze Batterie hier aufbrauchen, aber... Gucken lieber nochmal nach, dass wir hier nichts verpassen. So, deswegen gehe ich da mal ganz schnell durch. Ich hoffe, es ist nicht zu verwirrend. So, ist nichts. Ah, okay, doch, da ist was. Schon wieder ein Magazin. Glaube ich. Ja. Sieht zumindest danach aus. Behindertengerechte Toilette. Baderaum, wollte ich sagen. Naja, ist ein bisschen spärlich eingerichtet. Für ein Badezimmer. So, irgendwelche Geräte, Bluttransfusion. Was weiß ich. Okay. Ups, das war, glaube ich, die Tür, nehme ich mal an. So, die ist auch versperrt, da kommen wir nicht durch. Ah, Magazine, was haben wir denn hier? Ich kann es leider nicht lesen. Keine Ahnung. Ich kann das nicht mehr genau erkennen. Naja. Noch ein Magazin. Hoho. Das sieht ein bisschen... sagen wir mal, schmutzig aus. Warum liegt sowas in einem Krankenhaus? Oder, gut... Ja gut, klar, wir sind hier in einem Krankenhaus.
Naja, muss ich mir zumindest auf YouTube keine Sorgen machen. Ist ja schon sehr verpixelt. Das hier sah irgendwie noch... Ja, okay, ich bin mir jetzt selbst nicht mehr sicher. Okay, wir gehen lieber mal weiter. Bevor wir hier noch nicht jugendfreie Dinge sehen. Hallo? Ist da gerade was aufgeploppt? So. Ja gut, hier ist jetzt auch nichts. Ah, hier ist noch einer. Ups. Wow. Oh Gott, ey. Man ist hier immer so furchtbar schnell unterwegs. Das ist furchtbar. Ja, nee, das sieht nach einer ganz normalen Zeitschrift aus. Das hier wiederum, naja. Ich glaube, das holen wir nicht durch. Können wir da durch? Ja, es fehlt ein Schloss an der Tür. Das können wir gleich mal aufbrechen. Bevor wir das machen, sehen wir uns hier mal um. Eine Waffe. Oh je. Das hat nichts Gutes zu bedeuten. So. Moment, bevor wir die nehmen, speichere ich nochmal. Und wir haben eine Waffe. Sehe ich das richtig, dass wir 65 Schuss haben oder so? Das ist eine ganz schöne Menge. Aber das geht schneller leer, als man denkt. Oh je, Leute. Ich habe gar kein gutes Gefühl bei der Sache. Hallo? Jemand zu Hause? Danke. Tür. Kaffee. Cafeteria hier. So. Ja, keine Ahnung, da tut sich jetzt gar nichts. Naja, hier sieht es zumindest relativ ordentlich aus. Ja, die Tapete gefällt mir ehrlich gesagt auch nicht so wirklich. So. Tut sich nichts. Hier nur Personal. Oh mein Gott. Im Ernst jetzt. Irgendwo einen dunklen Gang herunter. Das ist jetzt schon furchtbar. Ich mach mir jetzt schon gleich in die Hosen. Gut, was ist das hier? Irgendwie ein Kabel? Ein Schlauch? Ich weiß es nicht. Alle 5 Sekunden speichern. Man weiß nie, was hinter der nächsten Tür auf einen wartet. Track Power. So, sind das hier Generatoren? Hallo? Ah, wir haben die ausgeschaltet, dass wir da vorbeikommen. Ich hasse es. Was habe ich getan? Hallo? Können wir das nicht nochmal anmachen? Oh mein Gott. Das war gar keine gute Idee. Oh nein, die Musik. Unverheißungsvoll. So, warten wir mal auf den Kollegen. Oh je. Na, der hat uns ein paar Mal erwischt. Oh, das sind sogar 2. Ja, ich weiß nicht, wir haben eine Waffe. Verflucht. Okay, ich muss mich erstmal ausprobieren, Leute. Na, mein Freund. Oh je. Oh je, Leute. Also ehrlich gesagt, habe ich hier schon zu viel Leben verloren. Hallo? Oh. Ach, die waren einfach hier drin. Wir haben darauf gewartet. Gott, das ist furchtbar. Oh Mann. Also ich glaube, ich muss an meiner Technik... Ja, ich glaube, ich muss einfach rennen, Leute. Ist hinter uns auch was? Nee. So, also wenn ich jetzt ganz schnell auf ihn zurenne. So, den anderen erschießen wir. Ja, und ohne Taschenlampe sehe ich nichts. Ganz große Klasse. Hallo? Hallo? Ja, das hat funktioniert. Ah, wir haben jetzt für meinen Geschmack echt schon viel Leben verloren. Wir gucken mal, wo das hinführt. Ja, danke, Tür. Wie immer hilfreich. So. Wir hätten vielleicht erstmal das hier aufmachen sollen, vorhin. So. Na, okay. Ach da. Wo geht's denn hier lang? Oh mein Gott. Aber jetzt haben wir ja mehrere Möglichkeiten, wo wir lang gehen können. Oder ist das nur eine Abkürzung? Hallo? Gut, ich weiß jetzt nicht, wie gut die Leute sind.
Ich renne hier einfach mal auf den zu, weil ich hier Munition... Oh je, die kommt die Treppe hoch. Gut. Wir müssen uns auf jeden Fall ein paar Pillen holen. Das machen wir auch gleich. So. Okay. Wir gehen mal hier rein. Hilfe! Komm her! Oh je, hat mich schon wieder erwischt. Na. Kann sein, dass wir es gleich nochmal probieren. Wir haben noch 10 Leben. So. Bitte einmal beide Pillen nehmen. Okay, so. Ich lege jetzt mal einen ganz kurz neuen Speicherstand an. Spiel speichern. So. Ich wundere wegen den ganzen Spielständen. Ich hatte hier schon mal zum Antesten angefangen. Ich weiß jetzt gar nicht. Also auf dem Dach haben wir nochmal ein bisschen Leben. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich da nochmal hinlaufen will. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ich will nicht, dass meine ganzen Batterien leer laufen. Das gefällt mir jetzt schon wieder gar nicht. Moment. Ah ja, hier sind wir vorhin rausgegangen. Genau, das war ja versperrt. Oh, jetzt muss ich mich erstmal orientieren. Wo war denn das? Oh! Was ist das denn für einer? Gott. Gott. Okay, das war's mit ihm. Ich sehe schon, das wird ein echter Spaß, Leute. Hallo. So. Ja, so ganz raus habe ich es noch nicht. Gut, das war's mit ihm. Ah, das mit der Taschenlampe. Ja, jetzt haben wir schon ganz schön was verbraucht. Ich muss kurz überlegen, wo wir lang müssen. Ich glaube tatsächlich hier. Ja. Das ist richtig. So. Hier durch. Okay. Each color button for each door. Okay, jede Farbe, jeder Knopf für jede Tür. So, was haben wir hier? Irgendwelche... Was zum Teufel? Ich habe Ego drauf gedrückt. Ich weiß nicht genau, was wir gemacht haben. So, der Knopf ist irgendwie... Orange oder so, würde ich mal sagen. Naja, mehr oder weniger. Haben wir jetzt irgendeine Tür geöffnet oder so? Das gefällt mir ganz und gar nicht. Ja, ich weiß nicht, ich will jetzt auch nicht nochmal auf das Dach klettern. Da würden wir zwar... Ach so. Wir können nicht zufällig hier irgendwie nochmal raus. Ne, ich glaube, die Scheiben... Ne, die Scheibe ist noch... Ah, doch. Tatsächlich. So, jetzt sind wir hier. Ich weiß nicht, was wir jetzt mit dem Knopf gemacht haben. Das ist so ein bisschen... mein Problem. Oh, ich dachte, wir wären gerade in den Tod gestürzt. Bin schon irgendwie stolz. Wir sind, glaube ich, noch gar nicht gestorben. So. Da haben wir schon mal die hier. Sehr gut. Und jetzt gucken wir mal. Also genau, wir müssen... Wow, wir müssen hier nach unten. So. Genau, hier sind wir vorhin reingekommen. Also vom Dach. Hallo, guten Tag. Wir sind jetzt zu diesem Knopf gegangen. Gott, ey, das ist furchtbar, wirklich. So. Irgendwelche Medikamente? Oder Batterien? Oh Mann, Leute, das ist echt ein Problem. Wenn uns hier die Batterien ausgehen. Ach, hey je, ey. Ich bin hier gerade schon ein bisschen angespannt, muss ich sagen. Ein bisschen vorsichtig, was hier hinter der nächsten Ecke lauert. Ja, da sind wir jetzt vorhin lang gegangen. Das ist ja schön und gut. Ah, Mann, die Batterien. Warum müssen die so schnell leer gehen?
Ja, da war wieder das Magazin hier. Jeder Knopf, jede Farbe für die Türen. Ich weiß eben nicht, was wir damit jetzt geöffnet haben. So, Taschenlampe machen wir mal aus. Gut, also der eine Weg. Genau, wir waren jetzt hier drin. Warum war das? Okay. Ah, jede Farbe für jede Tür. Ich glaube, da steht Door. Schätze ich mal. Ah, okay, da kommen wir gar nicht mehr raus. Okay, also das ist jetzt aber prinzipiell schon mal der richtige Weg. Also die wollten, dass wir hier lang gehen. Gottes Willen. Wenn man hier rumspringt. Das kann schon ein bisschen des Orientierens sein. Okay, also ich würde jetzt mal logischerweise hier hingehen. Hier waren wir eben schon. Und jetzt, welche Tür hat sich geöffnet? Gehen mal hier lang wieder. Die ist... Ach, das ist einfach auf der anderen Seite hier. Okay. Oder waren das jetzt die Aufzüge? Wir gehen mal nach unten. Nö. Auch nicht. Tja, hier unten waren wir hier schon. Ah ja, hier ist es versperrt. Okay. Alles gut, da waren wir schon. Wir sind hier gefangen. Ich sehe hier gar nichts. Ist auch zu. Gehen wir mal hier lang. Ah ja, ich höre was. Ich höre was. Okay. Ich glaube, das war ganz gut. Die Batterien gehen uns zur Neige. Aber ich glaube, wir sind hier prinzipiell richtig. Nachladen. Ich will jetzt auch nicht meine ganze Munition oder meine ganze Batterie aufbrauchen. Das wäre fatal. So. Aber ohne sehe ich nichts. Hilfe! Nein! Okay, das haben wir noch, sagen wir mal, überstanden. Oh Gott, das ist furchtbar. Ich habe jetzt schon Angst. Ach so, wir sind wieder hier. Naja, meine Orientierung ist bekanntermaßen eher furchtbar und meine Batterien gehen leer. Wir haben irgendwas geöffnet. Ich kann es aber nicht ganz... ich weiß nicht ganz, was wir jetzt geöffnet haben. Die ist noch zu... Ah, wir hatten so viele Batterien und so gefunden. Munition haben wir glücklicherweise auch noch ein bisschen, aber die Batterie geht uns jetzt hier echt gerade richtig zur Neige. Das ist echt ein Problem. Was machen wir? Ja, also ich habe ja nochmal einen früheren... Ja, die Batterien sind bald leer. Und ich weiß nicht, wie ich dann hier noch rumlaufen soll. So... Ja, hier hatten wir... Ja, das war's gleich mit den Batterien. So, ich mach's da gerade mal aus. Huh. Ja, okay. Das hat schon einen gewissen Schwierigkeitsgrad anscheinend. Das ist jetzt aber echt ein Problem, Leute, weil ich sehe hier ohne Taschenlampe echt überhaupt nichts. Ihr seht ja. Hier sehen wir ein bisschen was, hier sehen wir gar nichts. So. Genau, da waren wir auch schon. Huch, bin ich jetzt angelaufen? Achso. Genau, ich wollte eigentlich... Oh. Ich glaube, das haben wir noch nicht gesehen. Ein blutiges Waschbecken und irgendwelche Buchstaben. So, ich brauche ehrlich gesagt mehr
Batterien, Leute. Das wäre mir sehr lieb. Das ist jetzt zwar schön und gut. Aber was machen wir nun? So. Das haben wir schon aufgebraucht. Echt jetzt, ey. So, das waren die anderen Fenster. Ja, wir können nochmal da nach draußen gehen. Hier waren nur diese Abdrücke. Eieiei. Ich habe jetzt ehrlich gesagt echt nicht gut genug aufgepasst, was der Knopf für uns gemacht hat. Also hier waren wir auf jeden Fall noch nicht drin, aber ich weiß jetzt nicht, was die Signifikanz davon ist. Mache hier mal ganz kurz das Licht an, dass ich mich hier orientieren kann, dann mache ich es wieder aus. Ja, ansonsten muss ich mich hier irgendwie nochmal um... Also hier muss irgendwo eine Tür oder sowas aufgegangen sein. Oder irgendwas in der Richtung, dass ich mir jetzt noch nicht angesehen habe. Ich bin mir gerade wegen der Batterie nicht sicher. Lädt die sich irgendwie ganz langsam von selbst auf? Das kann sogar sein. Ich sehe das gerade gar nicht richtig. Ja, also hier haben wir jetzt aber schon soweit alles abgesucht. Ja, das ist jetzt aber echt trotzdem ein Problem. Oh, sind gerade tatsächlich in den Tod gestürzt. Also, neu laden. So. Ah, er hat nochmal vor dem Knopf gespeichert. Das ist ganz gut. Dann... Ja, da hatte ich schon gut Leben verloren. Lasst mich kurz überlegen, Leute, wie machen wir denn das jetzt? Was war das? Ich kann echt nicht erkennen, was das gewesen sein soll. Oh. Tatsächlich ist mir gerade aber eine Sache eingefallen. Ich dachte schon wieder, wir wären in den Tod gestürzt. Nee. So, hier oben kriegen wir ein paar Tabletten. Hallo? So, das sieht schon besser aus. Ja, das hatten wir uns ja schon angesehen hier. Irgendwas haben wir geöffnet, ich weiß aber echt nicht genau, was das gewesen sein soll. Ah, grandios. Machen wir mal Folgendes, wir gehen nochmal hier lang. Moment, hier ging es runter, genau. Achtung. So. Genau, wir sind jetzt hier rausgegangen. Also ich versuche gerade erstmal logisch nachzuvollziehen, wo das Spiel uns quasi hinschicken möchte. Da ist irgendwas aufgeploppt. So. Okay, ich höre da schon wieder was. Ich glaube, hier draußen war einer. So, Kollege. Sind sehr schnell. Na doch, der hat uns erwischt. Gottes Willen. Also, der hält schon einiges. Oh Gott. Aus. Ja, das war jetzt wieder eher suboptimal, möchte ich mal sagen. Okay. Oh Mann, die Batterien wieder. Ja, die tollen Magazine, die helfen mir jetzt auch nicht weiter. Beim besten Willen. Nee, hier ist immer noch zu. Da ging's runter. So, wie sieht's hier aus? Haben wir hier irgendwelche Typen oder? Nee, hier waren wir ja vorhin schon unten. Die haben wir alle erledigt.
Ja, ich glaube, den Generator, den können wir auch nicht wieder einschalten. Das war's damit. Nee, ich glaube, hier können wir gar nichts machen. Hier verschwende ich jetzt echt nur meine Zeit. Hier sind irgendwie vorhin irgendwelche Typen rausgegangen. Huh, was ist denn los? Also bisher lief es ja ganz gut. Gut, an der einen Stelle habe ich auch wieder ein bisschen gebraucht. Aber jetzt bin ich echt ein bisschen. Ich kann das echt gar nicht erkennen, was ich da jetzt getan haben soll. Also ich würde jetzt mal so logisch sagen, dass wir schon hier nach unten müssen. Hier waren ja, glaube ich, auch noch irgendwelche Viecher. Ich glaube, hier drüben. Ja, gucken wir mal. So. So, das ist auch zu. Nee, hier hat sich, glaube ich, gar nichts getan. Ah. Batterie, ey. Jetzt habe ich echt schon ein bisschen Sorge. Was heißt ein bisschen total? Nee, das mit den Fahrstühlen hatte ich auch irgendwie erst gedacht, aber gut, da hat sich in dem auch nichts getan. So, irgendwelche Viecher hier. So. Genau, die Pillen hatten wir hier schon genommen. Anscheinend. Nee, ich glaube, wir müssen auch nochmal weiter. Hier hatte ich jetzt auch schon alles tausendmal abgesucht. Okay, wir gehen nochmal zurück. Naja, Batterien. Mein Gott, aber wie sparsam muss man denn hier sein? So, das muss wahrscheinlich irgendwo auf dem Stockwerk hier sein. Hier waren wir auch vorhin schon mal. Hier sind, glaube ich, auch noch ein paar Viecher. Ja. Und zwar einmal. Sogar zwei. Das war ein schlechter Move von mir. Au. Was haben die denn für eine Reichweite? Ja, ich weiß, ich sollte ihn einfach erschießen. Warum hat er mich denn jetzt erwischt? Die hatten echt viel zu viel aus. So. Also hier sind ja welche. Von dem her würde ich jetzt irgendwie mal Batteries leer. Gleich. Ich bin ein bisschen frustriert. Oh Gott. Ja, das war's gleich damit. Batterie ist leer. Huh. Leute, Leute. Die Batterie ist leer. Ich sehe gar nichts mehr. Naja, also wenn man sich hier zumindest noch mal ein bisschen orientieren könnte, aber ich sehe gar nichts. Null. Ich glaube, wir müssen nochmal neu laden. Ah. Ach, das war hier. Okay, wir können nochmal. Ich habe ja mehrere Speicherstände angelegt hier. Moment, das war der automatische Speicherpunkt. Ah, verstrichene Zeit. Hospital schnell. So, wir gucken nochmal hier rein.